Heidelberg, jetzt spielen wir mal Touristen. Ja, Touristen. Da und da und da. Genau. Ja, und da. Guten Tag, bin ich hier richtig bei dem Superstar? Ja. Wir suchen den Stern. Wir suchen nämlich den Stern. Gestern war er noch da. Und Ballermann Radio hat das jetzt hier mit reingebracht, weil meine Songs ja immer noch Platz 1 und 2 sind bei Après-Ski 24 in den Charts. Das hat ja eingeschlagen wie eine Bombe da. Und viele Plattenfirmen und auch sehr viele Radiosender und auch viele Künstler achten auf solche Charts. Und allein durch diese Charts haben wir so viel Kontakt mittlerweile bekommen, weil die neugierig geworden sind. Wer ist das? Ich habe ja über 21 Jahre lang nicht mehr gesungen. Und dank dem jungen Mann neben mir, dem Peter Robin, bin ich über Karaoke ja dazugekommen. Und unseren Kameraden, den Willi Heer, den haben wir das Glück gehabt, dass er von Anfang an bei den Karaoke-Shows uns aufgenommen hat. Und unter YouTube in seinem Kanal uns reingesetzt hat, wie die Entwicklung von in diesem Jahr gewesen ist. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie Cowboy und Indianer von uns gesehen haben, als Karaoke-Song. Der hat ja schon fast 3000 Klicks. Ja, ich war auch. Also für so Privataufnahmen, sage ich jetzt mal, bei YouTube ist das schon eine ganze Menge. Also ja. Das ist, und vor allem, uns kennen Sie ja noch nicht so richtig. Vor allem hier in der Ecke nicht. Auftritte, ich sage ja gestern jetzt in Belgien, der Frank, ich weiß nicht, Frank Lars kennen Sie? Ja. Den, Frank Lars zum Beispiel hat, da waren wir vorletzte Woche Donnerstag bei ihm. Und weil er auch neugierig geworden ist, wer das ist. Und wir haben auch jetzt mittlerweile auch über Facebook Kontakt. Ist auch bei mir, im, hier zum Beispiel ist seine Handynummer. Und dann, da ist noch ein anderer Künstler wie Frank Jax, Veranstalter, die über auf uns neugierig geworden sind. Und die wollen erstmal wissen, ich habe mir auch die Frage gestellt, warum wollen viele mit uns Kontakt haben oder wollen wissen? Weil momentan gibt es über 90% der Musiker oder der neuen Musik, die nur covern. Die machen nur Cover-Songs neu. Meine Songs sind neu, die hat noch keiner vorher gesungen, geschrieben. Und das sind Eigenkompositionen, die es momentan ganz, ganz selten gibt. Ich habe auch hier meinen neuesten Song, also hier ist mein Platz. Hier arbeiten Sie dann. Hier arbeite ich, hier schreibe ich meine neuen Songs. Hier schreibe ich zum Beispiel meine neuen Texte. Und diese Woche werde ich meinen nächsten neuen Song einsingen. Den habe ich jetzt hier gestern am Freitag zu Ende geschrieben. Das ist also hier die, der Platz von, wo ich mich dann, so inspirieren lasse. Ne? Das wird der nächste Song, den ich diese Woche einsinge. Ja. Meine anderen beiden Lieder haben Sie ja schon, haben Sie ja schon angehört. Ne? Woher nehmen Sie so die Themen über die Einmal über mein Leben. Ich bin ja mittlerweile schon 45 und habe 4 Kinder. Immer noch die gleiche Frau, Ehefrau. Ist heutzutage schon mal was. Ja. Und seitdem ich zum Beispiel auch hier im Laden wieder bin. Ich habe mich ja inspirieren lassen von diesen beiden jungen Männern hier. Wir sind ja angefangen mit über Karaoke. Da habe ich erstmal angefangen, Deutsch zu singen. Vor 21 Jahren, ich weiß nicht, haben Sie ja gesehen, dass ich, haben Sie es gelesen, dass ich vor 21 Jahren. Ich hatte den kurzen Artikel da gesehen. Und zwar mit dem jungen Mann, der hat mich damals dann, sagen wir mal, dazu gebracht, im Fernsehen aufzutreten. Ich war ja auch damals mit in der Vorgruppe bei einer anderen Band, wo er mich leider damals abgegeben hatte. Vorgruppe von den Prinzen. Da haben wir große Aufgaben gehabt, vor 6000 Leuten Auftritte gehabt.
Und da es mir damals aber nicht mehr Spaß gemacht hat, habe ich damals aufgehört. Mit dem, und über Facebook haben wir Kontakt gekriegt und Lust gehabt. Er hat gesagt zu mir, komm mal her, jetzt singen wir. Wir treffen uns in der Karaoke-Bar, jetzt singen wir. Dann hat er mich dann dazu gebracht, den Stern zu singen. Mhm. Und wegen dem Stern bin ich angefangen, da haben wir gesagt, komm, lass uns eine Produktion machen. Und unsere erste Produktion haben ja die Disco-Bauern gemacht, wie auch ja in dem Artikel zu lesen war. Mhm. Und da haben wir halt Spaß gehabt und gesagt, jetzt wollen wir noch mehr. Da sind wir angefangen, Auftritte in Rüsselsheim zu haben, beim Showtreff. Hier ist zum Beispiel Zeitschrift Der Komet, das ist jetzt Ausgabe Mai. Da haben wir zum Beispiel, oder wie nicht, da ist der Peter Irwin. Da haben wir jetzt angefangen in Rüsselsheim, Adlerpalast. Ist das? Wieder die Lust zur Musik zu machen. Wir treten als einmal Peter Robin als Country-Star einmal auf. Dann machen wir zusammen als Peter und Jaffer Songs wie Den Stern oder Cowboy und Indianer. Und zusätzlich mache ich dann meine eigenen Songs. Was Sie ja zum Beispiel auch gehört haben. Spielen Sie unsere Songs, meine Songs und auch von Peter Robin die Songs, spielen Sie sehr oft am Tag, nicht nur dieses Radio, sondern auch ca. 20 verschiedene Online-Radios. Da gibt es auch Raute-Musik. Raute-Musik ist der größte Radiosender in ganz Europa, der meine Songs spielt. Online. Online. Mhm. Ja, ja, ja. Und jetzt Ballermann-Radio. Ballermann Radio ist aufmerksam geworden wegen Après-Ski 24. Mhm. Die sind dadurch aufmerksam geworden, haben gesehen, Mensch, weil das ist so eine Newcomer, Après-Ski Newcomer-Seite, die haben auch mal. Genau. Und da zum Beispiel bin ich über die Disco-Bauern. Die haben ihre ganz neuen Sachen damit reingepackt, die neuen Künstler. Und da habe ich auch dort quasi den Einstieg gefunden, da wir aber auch so viele Fans dazu gefunden haben, die uns über diese Karaoke-Schiene gefunden haben, ruckzuck war ich auf Platz 1 und 2. Mhm. Ja. Durch natürlich kräftige Mithilfe von unserem Kameramann, ja. Willi Heger. Genau. Denn ohne ihn wäre manches anders gewesen. Ja. Ganz genau, wirklich so. Ja. Also im Prinzip auch so ein klein bisschen YouTube-Erfolg. Ja. YouTube-Erfolg einerseits. Es geht ja meistens um die Beziehung. Mhm. Da wir ja alle normal gebaut sind. Ja. Ja. Sehr normal. Aber nicht so wie Sie jetzt hier, ne? Ja, auch nicht. Mhm. Ja. Mal. Und hau rein, Thomas. Wir sind am Stand. Jo, kein Thema. Steckst du an? Kartenpunkt? Von Peter Robin? Ja, und von dir. Ja, also Autogrammkarten habe ich schon hier vorne. Ja. Ich komme nachher rüber. Alles klar. Ja, okay. Um 6:30 bin ich da. Jo. Das ist jo, tschüss. Und es geht ja meistens dann um die Beziehung. Mhm. Die Männer, wenn die Damen zum Beispiel hier so sind, die Damen wollen einen Partner haben, einen vernünftigen Partner haben, die Männer wollen eine vernünftige Partnerin haben. Die Frauen zum Beispiel denken immer, sie müssen perfekt sein. Aber die Frauen brauchen nicht perfekt sein, sie sind schon so perfekt. Das ist wirklich so. Weil darum habe ich ist mir dieser Song dann aufgefallen und mal gebaut. Mhm. Ne? Und hatte ich eine Diskussion bei mir in der Firma mit einem guten Bekannter von mir. Ja. Die Frauen, die sehen doch alle scheiße aus heute. Ne? Nein. Ich sage, bitte, was redest du für einen Unsinn? Mhm. Ne? Ich sage, guck sie doch an, du kannst leben, wenn du willst. Leider merkt man sind es viel zu spät, wie schön es einmal war. In Gedanken bin ich oft bei dir, Tag und Nacht denk ich daran. Du warst da, als ich dich brauchte. Du warst da, als ich dich wollte. Wo bist du, wo ich dich suche? Und dann so weiter. Und dann